Diese 6 Pokémon-Kategorien haben alle einen anderen Preis. Timo und ich haben 200 Euro, um uns daraus ein Team zu bauen, mit dem wir kämpfen können. Wer kauft sich das bessere Team? Das finden wir hier und jetzt heraus. So Leute, ich darf mir jetzt mein Team kaufen und ich fange direkt mit den billigsten Mons an. Und zwar hole ich mir für 10 Euro einmal Alola Vulpix und Zora. Ich denke, die sind ganz cool. Für 10 Euro kann man das machen. Für 20 Euro hole ich mir Kilia. Ich will schauen, ob Kilia irgendwas reißen kann. Für 40 Euro hole ich mir Lycreodon und Absol. Dadurch komme ich insgesamt auf 120 Euro. Und deswegen hole ich mir für 80 Euro noch Kelio, weil ich glaube, dass der das beste Pokémon da oben ist, was man aber noch gerade so mit ins Budget reinnehmen kann. Ich gehe direkt rein und kaufe für 100 Euro Knackrack. Ich habe Bock, mit Knackrack zu spielen. Ich denke, dass ich diesen Einkauf nicht bereuen werde. Dann geben wir 60 Euro für ein vollentwickeltes Pokémon aus, und zwar Lauchzenott. Weil ich bin der Meinung, dass der fast alles hier zerstören kann im Alleingang. Und deswegen ist das, glaube ich, ein sehr guter Pick. Dann kaufen wir uns nochmal ein Stufe 2 Pokémon, und zwar Glutexo. Das bedeutet aber, dass wir nur noch 20 Euro über haben und somit nur noch 2 Pokémon maximal holen können. Also wenn wir nur ein Team aus 5 Pokémon haben, was aber okay für mich ist, weil ich glaube, dass diese 5 Pokémon alleine das richten können. Zum einen haben wir Alola Vulpix für 10 Euro. Ich kann zwar keinen Hagelsturm-Core bauen und ich habe auf jeden Fall Probleme gegen Hagel, falls sich Timo dazu entscheiden sollte, aber ich habe Lauchzenott, der das hoffentlich so ein bisschen carryen soll. Und dann möchte ich auf jeden Fall noch die Tarnsteine eben gegen diesen Hagelsturm-Core haben und habe deswegen Tragosso mit am Start. Und ich glaube, dass ich hier meine 200 Euro ganz gut ausgegeben habe. Dann zeig mal, was du hier Nices zusammengekauft hast. Ja, du hast nur 5 Pokémon? Ich habe die Strat und das ist wirklich den Hagel-Core. Aber wir haben kein Pokémon gleich, außer nur Vulpix, ne? Ja. Okay, deine Strategie ist also gar schon surfetched. Meine Strategie ist Glutexo, Alola Vulpix, Tragosso. Die anderen beiden sind nur Statisten. Du verlierst aber gegen Kilia. Ja, Kadio ist krass. Kadio ist wirklich krass. Kadio ist ein bisschen illegal, dass wir den erlaubt haben. Ich finde ihn cool. Ja, let's go rein da, oder? Let's go rein da. Also, dein Kadio switchen ist perfekt. Mein Kadio-Switchen ist perfekt, das hast du richtig gehört. Es wird heftig, weil da sind echt ein paar gefährliche Pokémon dabei. Falls ihr benannt werden wollt, schreibt in die Kommentare. Genau, dann werdet ihr nach Pokémon benannt. Und dass du Kadio leadest, ist natürlich ein bisschen unangenehm. Okay, wie mache ich das? Ja doch, wir machen das so. Doch, doch, doch. Ist eigentlich safe. Okay, was ist safe? Ich muss hier kein Risiko eingehen. Ja, das ist schade, Tragosso, du hast es versucht. Oh, let's go! Aber der wird jetzt geburnt. Ist aber okay. Ja, du kriegst die Tarnsteine raus. Ist okay. Das, mehr wollte ich nicht. Okay. Als ob der das überlebt mit einem KP. Du bist so krass, Tragosso. Du bist so krass. Du bist so ein Mächtiger einfach. Ich liebe dich. Aber ist okay. Tobi, einfach stark. Auf geht's, Alter. Weil ich muss gerade meine Strategie überlegen. Nee, ist okay, ja, dass die da liegen. Ist okay. Ist es voll okay, sagst du? Okay. Okay. Du verlierst trotzdem. Du sagst, ich verliere trotzdem, okay? Mhm. Hallo, ich bin Vulpix. Gefriertrockner. Du sagst immer noch, dass du gewinnst, ne? Ich sage immer noch, dass ich gewinne. Okay. Junge, ja, let's go! Das war ein Crit. Das andere war, das Tragosso war kein Fokusgurt, das war Evolid. Ach so, echt? Oh, schon das habe ich überlebt mit einem KP. Ach so, lol, was? Deswegen bin ich da so abgegangen, dass das mit einem KP ach überlebt so, hat. Ach so, ich dachte, ach so, ja, der hat einen Fokusgurt, alles gut. Hä, als ob? Das ist einfach ein mächtiger Spieler. Crazy. Aber als ob der wieder burnt, was ist das denn? Das ist richtig illegal. Muss ich mal kurz meine Monster schauen? Ich glaube, das ist alles noch in Ordnung. Du glaubst, das ist alles okay? Ich hätte den, glaube ich, lieber so gemacht. Als so, muss ich tatsächlich gestehen. Ah, verstehe ich genau, was du meinst, ja. Ist okay. Sagst du, ist okay? Ist vollkommen in Ordnung. Ist vollkommen okay. Burn. Weiter, wenn du jetzt... Burn. Also, das wäre so wichtige. Illegal. Das wäre so illegal. Das wäre der einzige okay. Wichtige gewesen. Das wäre richtig illegal gewesen. Der einzige wichtige Burn wäre das gewesen. Ist dir aufgefallen, dass ich Flobert heiße? Ist mir schon aufgefallen, dass du Flobert heißt. Ich weiß nicht, warum ich Kadio immer jetzt seit neuestem mit Flo assoziiere. Wahrscheinlich in den GPL, aber keine Ahnung. Er hat damit die meisten Kills in der Doubles Liga geholt. Burn. Okay, sieh dir was ab, weh, du hörst einen Burn. Wehe. Ja, aber ist auch Scam. Ja, okay. Zweimal. Zweimal. Ah, let's go. Let's go. Ah, dann Crit, na Klärchen. Ja, natürlich, der hat ja auch gemerkt. Na Klärchen. Das Problem ist jetzt gerade, was ich habe. Ja. Wir müssen es gleich sehen. Das werde ich sehen. Ich habe einen Lehmorb. Oh, das ist echt ein Problem. Und Hagel. Das ist echt ein Problem. Du hast ein bisschen zu viel Schaden gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass Siedewasser so viel Schaden macht. Ich war Specks. Also ich war Specks, muss ich sagen. Ah, also ich hätte auch Hydro-Pumpe am Anfang drücken können, dann wäre Tragosso... Alles egal. Ja. Ist, also ich sag, war schon okay so. Ah, der hat doch Tiefschlag. Ich muss so los, ey. Wie sagst du, du kannst halt nicht mal SD drücken, weil du irgendwann am Hagel stirbst. Ja, das ist leider ein bisschen unangenehm. Das ist richtig unangenehm gerade. Ja, okay, da kann ich leben. Du gehst auf Tiefschlag. Du musst auf Tiefschlag gehen. Du hast ja keinen anderen Play. Weiß ich nicht. Doch, doch. Okay, top. Top.
Ich habe vergessen, dass du eine Priorität hast. Das darauf hätte ich vielleicht achten müssen. Deswegen war das ja auch alles noch in Ordnung, was hier passiert. Aber es war eine gute Strat, es war super. Es war super. Absolut bombastisch. Es war top. Bombastisch. Ja. Ja, Dark of Death ist nerviger, leider. Ich habe einen Switch in. Das ist tatsächlich ein Switch in. Wobei, jetzt bin ich gespannt, wie viel Damage das macht. Ja, das wird, glaube ich, trotzdem echt viel Damage machen, oder? Also keine Eliten. Ach, du Heilige! Gute Besserung, Kilja! Junge. Das ist, wird ein heftiger Fight. Also, würde es jetzt noch hageln, würde ich verstehen, warum Kilja so aussieht, als würde es zittern. Ja, das sehe ich. Du bist schneller als ich? Ballern wir den weg? Wieso bist du schneller als ich? Ich bin halt einfach eine mächtige Ente. Scarf, aber ich bin ja auch Scarf. Wie schnell ist der? Alter, du warst. Ich hatte so Angst, dass du auch Scarf bist. Ich bin ganz Scarf. Ehrlich. Warte, du hast 50 Base Speed, ne? Nee, 65. Oh, dann wären wir im Speed High gewesen. Na gut. Aber warst du Modest oder Timid? Ich war Timid. Weil ich bin Adamant. Dann könnte es doch vielleicht ein Speed High gewesen sein. Weiß ich nicht. So, Alola Vulpix, let's go. Lil Ice. Leiser. Lil Ice einfach. Hä, überlebt Lil Ice das? Muss es auch nicht überleben, ist okay. Okay, wieso ist das okay? Ist alles noch in Ordnung hier. Ist es das? Weiß ich noch nicht. Das frage ich mich nämlich gerade. Wo ist dein Lauch zu noch switchen? Das werden wir noch herausfinden. Lil Ice war auf jeden Fall da. War da. Der hatte eine gute Zeit. Ich weiß, du hast halt noch dein Lycryodon da, der ist halt nervig. Vor allem, wenn du Adamant bist. Sollte ich vielleicht sogar schneller sein. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich es halt riskieren will, aber muss ich ja schon beinahe. Du hast ja keinen anderen Play. Also ja, ich habe schon noch einen anderen Play, aber der bringt's nicht. Also, nee, müssen wir mal jetzt hier gucken. Hey, du hast den falsch? Nee, das stimmt, ich hab dir Lycryodon erlaubt, Alter. Ja, was hast du denn gedacht? Ich dachte den anderen. Pescryodon? Ja, den Pescryodon. Nee. Also, der ist ja egal. Der war ja auch okay hier. Ja. Mal ja keinen Unterschied. Beide sind OP. So. Was machst du? Gehst auf Blizzard. Ja. Ah, schade. Ich hätte gerne dir Rauhaut-Damage mitgegeben. Naja. Das wäre cool gewesen. Wäre nice. Das wäre sehr nice. Mhm. So, und jetzt haben wir zwei Plays. Ich gehe jetzt erstmal auf den Play, bei dem ich hoffe, dass es funktioniert, aber mal sehen. Ich würde am liebsten hier kalken, bin ich ehrlich. Nee, wir kalken hier nicht. Wir sind doch nicht langweilig. Okay, weißt du was? Wir machen einfach straight up rein. Ja, das wird wahrscheinlich killen, oder? Wenn Feuer du kein Fuchs. Bist, ja, ganz ja. Genau. So, und jetzt ist halt die Frage, ne? Jetzt ist halt die Frage. Bist du schneller? Kill ich dich? Kill ich dich nicht? Wäre es schlimm, wenn ich dich nicht kill? Gehe ich für Blizzard? Gehe ich für Schockschnabel? Ich glaube, Schockschnabel schon. Die Sache ist, ich habe Überrumpler, aber ich kann da nicht mit Überrumpler gewinnen. Das heißt, ich habe nur einen einzigen Play. Dynamax, let's go! Ah, Schockschnabel. Killt der? Der killt wahrscheinlich, oder? Oder? Ah! Du bist so nice! GG! Schade. Schaut bei Timo vorbei. Cool.